Hallo Spengler TV-Freunde, heute wollen wir euch mal unsere Schrägschnitt-Spaltanlage X-Cut vorstellen. Dazu haben wir den Martin da, der Spengler schlechthin, und Dominik, den X-Cut-Profi. Ja, wir haben uns überlegt, der Martin testet ja regelmäßig Produkte und heute wollen wir mal, dass er unser Produkt testet. Und ich werde ihm jetzt mal eine kleine Einführung geben in die Maschine und dann schauen wir mal, ob er genauso gut zurechtkommt wie ich. Also, wir würden jetzt einfach mal eine Gaube skizzieren. Das ist das, was ich auch eigentlich meistens mache, wenn ich die Maschine vorführe, weil du hast zwei unterschiedliche Winkel, du hast die Zugaben, am Ende muss alles zusammenpassen. Okay. Das ist ja meistens dann doch immer das, was auch irgendwo ein bisschen tricky ist und Zeit erfordert. Ja. Du gibst hier einmal dein Maß ein von der Gaubenfront in der Höhe, musst die spitz auslaufen, lass hinten auf 0, sagst einen Winkel für oben, zum Beispiel 15 Grad und den Dachwinkel zum Beispiel 30 Grad. Okay. Das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Du drückst auf Berechnen. Dann kannst du dir das Ganze hier grafisch nochmal anzeigen lassen. Dann magst du die Handschuhe eben. Ja, klar. Vielleicht. Okay. Genau. Und dann kann ich jetzt schon loslegen. Genau. 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 Jetzt gehst du quasi vorne auf die Zahl von den, genau, kannst du auch da, 15. Okay. Dann vielleicht die Höhe unten. 30. Genau, und die Höhe links, die 900, wo die 900, nee, links, links, links. Hier die links. Genau, kannst du zum Beispiel auf 700 machen. Genau. Cool. Dann automatisch fortsetzen. Genau. Und jetzt kannst du einfach die Teile vorne dann entnehmen. Genau, du kannst sie auch ruhig so ein bisschen einfach schon in die Hand nehmen. Ja. Genau. Und Spengler TV-Freunde, wie hat euch die kleine Vorführung gefallen? Was meinst du, Martin? Ja, schön cool. Geht mega schnell. Cool. Bis zum nächsten Mal.